Jetzt machen wir, wer ist er? Ist das Spectre von James Bond im Casino, wo er vergiftet wird. B24 auf ein Schließfach im Archiv vom Casino Lutazzi. Was die Überweisung betrifft, die erwähnt wird, ich nehme an, dass Pantheon ihre Forschung mit gewaschenem Geld vom Casino finanziert. Was auch immer im Schließfach ist, ich wette es für Casino Royale, klar. Wie der Name schon sagt, ne? Los, Pall. Aber wir haben es nicht auf Geld abgesehen. Nur im ja, Inneren. Die offensichtlichen Dinge. Kann ich die Sicherheit kommt man selten drauf. Überbrücken. Und während sich die Lutazis mit unserem Einbruch befassen, dringt Case ins Archiv ein und sucht das Schließfach. In die Nähe dieses Raums zu kommen, wird hart. Nicht Casino Royale war ja ein Remake, ne? Ist das bekannt? Flügel mit dem Archiv führt. Wo sie gewöhnlich Personen. Sean Connery hat schon mal einen gemacht. Case lässt sich absichtlich gefangen nehmen? Aber nicht. Das ist gefährlich. Unter offizieller Lizenz. Zusammen durchziehen. Angefangen mit mir am Highroller-Tisch. Dazu gewinnen setzt unseren Plan in Bewegung. Wir werden bereit sein. Das weiß ich. Finden wir heraus, was das Pantheon im Casino versteckt. Habe ich gerade gestern gehört in einem Podcast von Patton Loser im Exil. War mega, mega geil. Was der Typ ein Wissen hat, ist krass. Und da war bei einem zu Gast, der auch so viel Wissen hat. Und da haben die sich gebettelt, eine Stunde 42 lang, über James Bond und über die ganzen Serien aus den 80ern. Hintergrundwissen und so. Mega geil. So interessant. Willkommen im Casino Lutazzi. Chips, bitte. Ich habe heute ein echt gutes Gefühl. Sehr gut, Signore. Tragen Sie vielleicht Waffen, die Sie abgeben sollten? Richtig. Keine gute Idee, schlechte Verlierer bewaffnet zu haben. Grazie. Viel Spaß. Danke. Das hier ist schon was anderes. Mascha, geh zum Schild vor dem Auto. Gleich rechts von der Bar. Unterwegs. Dieser Ort weckt schlechte Erinnerungen. Das Haus gewinnt immer, Seth. Südafrikanischer Marmor. Gildegeschäfte. War nicht angenehm. Heute ist das Casino Lutazzi neutraler Boden. Die anderen Avalon-Fraktionen respektieren das. Und wo soll das sein? Direkt unter dem Marktplatz. Bar? Bar. Das war einer der besten, die ich je hatte. Ja, die kann ich echt empfehlen, den Podcaster gestern. Hallo? Scusi, nur mit High-Roller-Chips, Signore. Sie müssen ihn an einem der Tische gewinnen. Bevor ich an die Bar darf... Ah ne, hier ist noch eine Bar. Kommst du, Marcia? Ja, ja. Wo bist du denn? Da. Aber ein gutes Gefühl für ja, Aston Martin zu gewinnen, ne? Fiorna Corsa. Ein alter Opel. Ciao, sieht ein bisschen aus wie meine Wohnung. Ja, minimal, ne? Luxus und Finesse schätzt. Und einen Vorteil. Mhm. In Boca al Lupo. Dame im Ärmel. Zeit für ein bisschen Poker, Marshall. Du musst diesen High-Roller-Chip gewinnen. Nur so kommen wir in die Lounge. Und in der High-Roller Lounge ist, was wir als nächstes brauchen. Hier? Nein. Wo soll ich denn? Du musst in den Raum hinter den Blackjack-Tischen. Ach so. Beim Klavier. Und wie geht's deiner Frau? Frag bitte nicht. Als hätte die Dame mich gehört. Setzen Sie sich. Was, Digga? Oh Gott. Muss es Poker sein oder geht auch Piratenskat? Wenn es nichts ausmacht. Es ist keine Schande zu verlieren, Mr. Marshall. Mr. Marshall. Willkommen, Signore. Das Spiel heißt Texas Hold'em. Marshall Bravestar. Der Gewinner erhält den High Roller Chip. Kann's kaum erwarten. Ah. Ich dachte, ich darf spielen. Alles klar, Case? Du dann spiel mich halt. Geht. Du musst alle drei Verteilerkästen anzapfen, damit ich alles sehe. Na,
Solange da keine Zombies sind. Oh. 5, um unterzutauchen. Das war aber nicht nett. Hä? Ah. Machen wir es so. Ich hätte vielleicht gucken sollen, wo ich... Bedenkenlos... Oh. Oh. Sag bloß, das sind... Wasserminen. Ja, ist ins Wasser gefallen. Sehr gut. Bisschen dunkel. Das sind keine Minen, oder? Das wäre ja... Wäre ja fies. Hihi. Die auf. Sie hüpft. Nessuna traccia. Federico. Lalalala. Alter, Flammenwerfer. Der Funk ist ruhig, du bist sicher. Zurück zu den Verteilerkästen. Okay. Die... Wo sind die roten Dinge? Könnte sein, wa? Klauenhammer. Joa. Hauptsache es bleibt stecken. Tudum. Kamera steht. Ich sehe den Hauptbereich. Totschick. Noch zwei. Bild von der Security. Diese Typen machen keine halben Sachen. Noch einer. Und Nummer 3. So.
haben wir Tresor- und Waffenkammer. Jede Menge Feuerkraft an den Wänden. Die Kameras wären damit erledigt. Zeit, da reinzugehen und dich zu stellen, Case. Sie werden dich hinten ins Casino bringen. Ganz in die Nähe des Archivs. Also, clever. Da steht Security vor der Tür. Das sollte leicht sein. Den Mantau, ne? Mach dich bereit. So, bereit. Na, hi. Was haben wir denn hier? Aua. Sieht wie eine Kanalratte aus. Reden wir. Privat. Das wär's. Case ist drin. Marshall, Zeit für deinen Auftritt. Gewinn die Partie und du kriegst Zugang zur High Roller Lounge. Oh, doch spielen? Oh nein. Mein neuer Freund Ir ist so großzügig. Er gibt mir all seine Chips. Wo ich herkomme, lehren wir unsere Chips. Kinder mit Anstand zu gewinnen. Ich fürchte, du bist nicht mehr in Kansas, Dorothy. Hier spielen die Erwachsenen, nicht die Kinder. Mensch. Der Jeep gehört mir. Ich habe die Kameraübertragung hinter diesem Schmuck. Zeit, das Blatt zu wenden. Okay. Reden oder Karten spielen? Oh, eine Herzdame habe ich einstecken, ne? Cool. Unser furchtloser Amerikaner weiß nicht, wann Schluss sein sollte. Ben. Ich sehe seine Karten nicht. Sorgt mal für etwas Unruhe. Sind Sie sicher, dass Sie nur zwei Karten haben? Sehen Sie die geheime Botschaft auf Ihren Karten oder nur ich? Mein Widersacher ist nicht nur furchtlos, sondern vielleicht auch verrückt. Er hat eine Kreuz 9 und 10. Er hat nichts mehr Höhe. Riss. Solch Zuversicht. Goal. Call on me. Soll ich milde sein, Moscherie, hä? Er blufft. Er hat immer noch einen Scheiß. Signore Baducek. Erhöhen. Signore Marshall, sitz. Du hast den Schweinepriester. Call. Und nun die letzte Karte. Seine einzige Chance ist... Gottverdammt, der Glückspilz hat einen Strike. All in. Seth, mach dein Ding. Marshall, was auch immer du im Ärmel hast, hol es raus. Ihr Drink, Signore. Sie müssen bestimmt... Es tut mir leid, Sir. Lassen Sie mich helfen. Ich kenne mich nicht aus. Ich kenne mich nicht aus. Lassen Sie mich, ja? Okay, mach du. Oh Mann. Brauchen Sie eine Minute? Nein, nein. Nur gehen Sie weg. Hm? Machen Sie weiter. Mhm. Geh weg. All in. Gentlemen, Ihre Karten bitte. Ein Straight, 7 bis Bube. Signor Bado, gewinnt. Wie erwartet. Okay, das war nix. Oh, Leute. Ich bin doch kein Pokerspieler. Lassen Sie mich helfen. Ach, was tun Sie denn? Full House. Aber ein Straight ist besser wie ein Full House, oder? Oh Mann. Ich weiß es nicht. Brauchen Sie eine Minute? Nein, nein. Nur gehen Sie weg. Hm? Machen Sie weiter. All in. Straight ist doch eine... Gentlemen, Ihre Karten bitte. Eine große Full Straße, House. Oder? 7 über Buben. Signor Marshall gewinnt. Mashallah. Gutes Spiel. Ja. Kauf den Kaugummi. Mashallah. Guck, ich heiße Marshall. Ist der Manager dort? Und ich war gut. Er hat eine Schlüsselkarte an seinem Arsch baumeln. Das hat noch gefehlt. Wenn ich drin bin und für Ablenkung sorge, nehme ich die Karte und gebe sie Felix. Felix, bist du in Position? Natürlich. Ah, hier ist die Regel. Ah. Alles gut, mir. Alles gut. Kein Problem. Hat deine Muschi nach dir verlangt.
Jetzt muss ich in das tolle Zimmer. Nee, muss ich gar nicht. Oder da? Ist dein Bruder noch mit diesem... Deine Katze? Mein Freund ist so eine Art Kunstsammler. Zwei Hunde. Ach, Hoffel hat eine Katze. Sowas. Scusi, Signore, Sie brauchen... Zwei Hunde sogar? Glückwunsch. Kommen Sie rein. Ah, ja. Er ist drin. Marsch, ja, Katze hatte ich mir auch schon überlegt. Du kannst den Störer an den Spielautomaten direkt bei der Doppeltür anbringen. Ich weiß da nicht. Schickt der Bilder auf WhatsApp. Ja, ja, genau. Okay. Fear of the Dark. Bitte, vielen Dank. Wo muss ich hin? Was soll ich denn machen? Wer bin ich überhaupt? What the hell? Das ist deine Chance. Schnapp dir den Schlüssel. Wie ich schon sagte, das Problem sind nicht die Maschinen. Es braucht einen Server. Dann tu es. Hör mal, diese Lady braucht einen Eimer für ihre Gewinne. Signore, tut mir oder leid. Oder ein paar dieser Leinsäcke mit den dicken Dollarzeichen drauf. Verstehen Sie, es gab ein technisches Problem. Das hat so ein bisschen was von, wie heißt dieser Film mit den ganzen Magiern, wo sie die Spielkarte hin und her, oh, das ist so geil, ne? So ein geiler Film. Gibt's zwei Teile davon. Nee, nee, nicht Oceans. Nee, nee, aber so in der Art wie Oceans, nur sind das alles Magier. Super geiler Film. Ja, ich mach ja schon. Auf dem Weg zum Server. Nach dem Neustart der Maschinen kommt die nächste Phase. Du sollst hier nie wieder auftauchen. Ich sage euch, ich bin nicht der Kerl. Habe ich eine Waffe? Nein. Tiere. Ja, genau, mit Eisenberg und so, genau. So gut gemacht. Hey, warum dauert das so lange? Diese Maschinen müssen wieder laufen. Mach zu, du musst mach den zu. Server zurücksetzen, Felix. Gleich. Ah. Okay. Alles wieder gut. Grazie. Jetzt die 91, ja. Da gab es noch die 3,5 Zoll Disketten. Auf Waffenkammer und Aufzug. Was 4 um die Sprengladung? Zu dingsen. Also die. Okay. Eins, neun, zwei. So ein geiles Stück DNA. Die Unfassbaren. Das klingt sehr danach. Bleib in den toten Winkeln. Wo muss ich denn hin? Ist da rein? Nein. Muss ich hier rein? Nein. Da muss ich rein. Ich wette, derselbe Code funktioniert hier auch. Was war das? 192? Da ist ein Lüftungsschacht, den du vielleicht nutzen kannst. Capito. Ja. Na bitte, ich wusste, du kannst es noch. Klar. Bitte. Profi. Kein Dude. Das ist ja genauso schlecht gemacht wie bei Batman.
Obwohl, bei Batman robbt er wenigstens noch dran. Dahin. Oh, mein Herz. Zeus. Guten Tag. Na, alles in Buddha. Ja, Mann, ich trinke wieder viel zu wenig heute. Danke dir. Da. Der Wo soll ich denn hin? Der Computer ist in diesem Raum. Damit kann ich die Karte neu programmieren. Okay. Oh. Dann, ich mach ihn tot. Tutum. Und ganzen Tag Phasmophobia gezockt. Oh, okay. Ich sehe den Computer in der Ecke. Also ich fand's... Nee. Ich bin mir nicht sicher, ob ich's verwechsel oder nicht. Mit, diesem anderen Spiel. Was so ähnlich heißt. Der sieht mich nicht. Gebe der Schlüsselkarte Zugriff auf Waffenkammer und Fahrstuhl. Oh. Gut, knacken. Mit den richtigen Leuten macht es echt Bock. Ja? Koop oder was? Dann meine ich was ganz anderes. Ein K. Alter, das Geflacker geht mir so auf die Nüsse, ne? Ich sehe das links im Augenwinkel und ich sehe es rechts im Augenwinkel, weil da der Stream läuft. So, A. R. T. Karte. 9. Jawohl, Karte. Ah, okay, ne, dann meine ich wirklich was anderes. Was so ähnlich heißt. Ja, ist ein Game Pass, ne? Das habe ich gesehen, tatsächlich. Aber ich dachte, das wäre was anderes. Kopie. Schreib in das Buch. Hat nie gefunzt. Ich werde da sein. Irgendwas hat die Penner aufgescheucht, Felix. Ist da jemand drin? Komm raus, dann reden wir. Ich glaube nicht, dass du mit mir reden willst, Digga. Oh. Boom. Ist gestern Abend für Konsole rausgekommen. Ist aber nicht. Nee? Ich dachte, ich hätte es in der Game Pass App gesehen. Gehst du nicht dahin? Achso. Selbe in grün. Können wir auch daran gehen. Ne, dann habe ich das verwechselt. Ich habe das mit einem verwechselt, das heißt so ähnlich. Da gibt es aber schon 3 oder 4 Teile davon. So Horror-Gedöns, ne? Wo dann durch so ein Schloss läufst und da fallen die Bilder von der Wand und auf einmal stehst du in einem dunklen Raum. Dann wird der kalt, dann musst du gucken, dass du irgendwie überlebst. Dann musst du ein Feuer finden. Dann am besten eine Kerze in die Hand nehmen, damit dann keine Geister kommen. Weil die kommen dann, wenn es dunkel ist. Muss ich denn eigentlich wieder? Ja, muss ich. Habe ich Waffen? Nein. Wurde allein 15 Stunden und 41 Minuten gezockt. Das ist viel. Das ist sehr viel. Okay. Da stehen Ganoven.
Geld. Ein Fuffi. Ja, Leute, ich muss hier raus. Kann ich euch irgendwie ablenken? Nee, ne? Hätte ich euch töten müssen. Tut mir echt leid. Aber ich sehe keinen anderen Ausweg. Also so blind wie ihr seid, habt ihr es auch nicht anders verdient. Oh. Guck an. Bin zurück. Ist denen egal. Ein Drink wäre jetzt vermutlich keine schlechte Idee. Eine sehr gute sogar. Dann geh direkt zur Bar. Einen Schnaps bitte. Komm sofort, Signor. Geschüttelt oder gerührt? Hier, bitte sehr. Zum Wohl. Danke. Bei dir in drei. Karte in der Hand. Ich gehe runter. Hey! Hier. Ich mach grad Pause. Bitch. Mit der Karte hast du Zugang zur Hochsicherheitsetage unter uns. Und niemand außer dem inneren Nutazi-Kreis darf da rein. Er hat jetzt doch wieder getötet. Hm. Was mit dir? Hä? Buddies. Unterer Bereich. Damals, Beck, genau. Stimmt, der wollte ja gar nicht mehr töten. Mein Freund hier hatte nur etwas zu viel zu trinken. Soll ich Ihnen etwas Wasser bringen? Seht rein. Seth, geh zum Fahrstuhl im Untergeschoss und schick ihn für Felix und mich rauf. Bin dran. Aber so mit der Musik und so hat das tatsächlich was von Ocean's 11, ne? Das ist schon cool. Ah, jetzt sieht's so aus wie bei dir, Superlicious. Ich dachte schon, die Einrichtung, die hat dich so gepasst, aber hier, das sieht aus wie dein Keller. Phasmo wäre auch ein gutes Spiel zum gemeinsamen Zocken. Ja, eins nach dem anderen. Achso, ich glaube, ich darf hier laufen, ne? Oh. Anscheinend nicht. Verfolge die Funksignalanzeige, bis eine starke Reaktion zu sehen ist und suche dann nach der Quelle. Wenn du sie gefunden hast, drehe die Scheiben... What? Der hat getötet, Digga. Drei. Hallo, ich brauche eine Waffe. 3, 7. Hätte ich mal zugehört, ne? 3. 3, 0, 5, 7. 3, 0, 5. Halt andersrum. 7. Gib her. Ja, ich habe keine Waffe. Was soll ich tun? Da. Jetzt habe ich eine Waffe. Gib her. Was darüber angeht, ist es mal so, mal so. Ah, okay. Ja, ich bin echt überlegen, mit Resident Evil anzufangen, die Tage. Weil, das wird ja nicht mehr so lang gehen. Vielleicht schaffen wir es morgen, schon fertig zu machen. Aber so schwer wie das vorhin war, könnte es durchaus sein, dass es vielleicht ein bisschen länger dauert. Bin ja nicht mehr so jung, dass ich die halbe Nacht hier aufbleiben kann. Klar, machen wir morgen länger. Aber nicht allzu lang.
Okay. Wie mache ich dich auf? Lutazzi. Musst du dich aufmachen? Oh. Ein Ganove. Man weiß halt nie, was der Geist macht und was für eine... Ach so, ist das so ein... Oh, wie hießen die alle? So 4 gegen 1, weißt du? Dieses Spielkonzept, was sich mal versucht hat durchzusetzen, aber ist nur... Was ist Dead by Daylight? Ist, glaube ich, so, ist, glaub ich, so eins, ne? Glaube ich, das Einzige, wo sich so durchgesetzt hat. Wie hieß denn das? Rage? Gab's Rage? Kann das sein? Ein bisschen besser zielen. Nee. Schön. Wie ist das denn, wo von den Servern runtergenommen wurde? Evil oder so? Alter, wo soll ich denn hin? Keine Map. Ist da reingehen, macht's piep, piep, piep. Ja, dran vorbei, ich schleiche. Geht nicht. Kein piep, piep, piep. Tür zu. Was soll ich tun? Es ist ja schon schön, dass das linear ist, ne? Wie man es ja erwartet von Call of Duty. Aber... So ein bisschen Hinweis oder irgendwas wäre schon nett. Ah, Fahrstuhltür, kann das sein? Okay, warte mal, machen wir. Denn das haben wir ja schon. Ziehen wir es durch. Für euch, Jungs. Ich gehe zur Waffenkammer. Sobald du geparkt hast, wird es Zeit für den Safe. Wir treffen uns dort. So hat der Pfeil jetzt dahin gezeigt. Oh. Aha. Nette Sammlung. Schnapp dir alles, was geht. Okay. Sturmgewehr. Schrotflinte. Ah, das leichte Maschinengewehr. Das war ganz angenehm. Ey, vorhin hatte ich 100 Schuss da drin. Okay. Und als zweite Waffe. Seth, pack die Waffen ein. Ja, jetzt lass bitte mal aussuchen. Ach nee, die hatte ich vorhin schon, ne? Schönes Feuer. Was haben wir denn noch hier? Eines. Was, AK-74? Okay, nur 47. Das sieht übel aus. MP mit Schalldämpfer. Marine-Schrotflinte. Gut, ja. Für den Nahkampf. Genau. Geld. Scharfschützengewehr, ja. Bringt mir hier drin nicht so sonderlich viel. In Phasma muss man rausfinden, was der Geist für ein Typ ist. Mhm. Okay. Nur noch ein paar. Ach so.
Muss die Koffer packen. Die mag ich. Tja. So. Dann. Alles gepackt. Geht. Schiebung. Verstanden. Wir sehen uns gleich. Heilige Scheiße. Hey, Schmalfuß. Wir haben hier unten ein Problem. Das weiß ich. Schmalfuß. Verdammt, Felix. Jo. Lassen wir Case nicht wahr. Swoopalicious ertötet mit Freude wieder. Seth, C4. Showtime. Showtime. Halt, ich will's aber sehen. Zünde! Denk dran, wir haben nicht lange, bevor die Sicherheitskräfte eintreffen. Zeit für das große Finale. Sir? Ich wollte gerade sagen, was hat das mit C4 zu tun? So, und boom. Hat geklappt? Problemlos! Fleisch sagt geklopft, genau. Oh yeah, da geht was, da geht was. Nee, Moment. Ich muss mich vorbereiten. Geld, ich will das Geld. Verbindlichsten Dank. Wir kriegen gleich Gesellschaft. Hierher, schnapp deine Waffe, Seth. Auf die Minute! Misch sie auf! Rechte Seite von den Treppen! Oh, Büste des Wahnsinns. Oh Gott. Schneller laden. Felix, abdeckt! Ich brauche mehr Zeit. Nimm dir so viel Zeit, wie du willst, Digga. Wir kümmern uns hier. Sir, hierher. Halten wir die Arschgeigen beschäftigt. Zurück! Nichts. Aua! Aua! Nun, du hast unsere Zeit lang genug verschwendet. Francesco, beenden wir das und nach unten mit ihm. Schon wieder. Hilf den anderen oben. Ich regle das hier selbst. Weißt du irgendwas darüber? Und ich dachte, wir lassen dich glimpflich davonkommen. Der sieht aus wie so ein Schauspieler aus den Mafia-Filmen. Oh nein, der Kanal ist Godfather und so. Das wird jetzt sehr ungemütlich für dich. Ah, ich dachte, ich muss genau in dem Moment...
Zum Beispiel an Dämon oder Poltergeist und viele mehr. Ja, so ein bisschen wie Ghostbusters, oder? Verstehe ich das gerade nicht so richtig. Das ist ein Miststück. Schnapp dir ein paar Werkzeuge und begib dich zum Archiv. Na, da muss schon mal ein Messer. Oh ne, dann nehme ich doch lieber den Hammer. Nein. Ruf den immer auch noch mit. Okay. Oh. Bin ich hier in der Waffenkammer? Was okay, läuft da mein Tresor? Nur, dass man nur den Geistertyp rausfinden muss. Einfangen muss man nicht. Ah, okay. Verstehe. Felix, auf damit, jetzt! Muni leer. Das Sicherheitssystem im Archiv ist aus. Mein Mann. Was auch immer man hier untersteckt. Es ist in Fach B24. Weiter, bis ganz nach hinten. Case ist dran. Oh, morgen geht's zur Oma. Wieder Auto fahren. Wir sind hier immer noch festgenagelt. Einer von denen ist hin. Hörst du auf? Ich weiß nicht, die Waffe gefällt mir irgendwie nicht. Die braucht ein bisschen, bis die losfeuert. Ob denn da habe ich schon? Boah. Bist du draußen, Kate? Kommen in deine Richtung. In den Kanälen liegt ein Boot für uns bereit. Am Morgen früh wieder fassen. Gute Arbeit, Case. Du hast echt was für uns eingesteckt. Ja, Prost. Mir nach. Jede Menge Feindpräsenz im Hauptbereich. Da rennen auch noch Zivilisten rum. Passt auf, wohin ihr schießt. Ah, Collateral Damage nennt man das. Oh, oh. Moment. Halt, 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 halt. Okay. Das ist die Schrotflinte, brauchen wir jetzt auch nicht unbedingt. Da, Sturmgewehr. Das ist dasselbe. Fast. Nimm mal das. Eine Klappsalz-Map. Okay, das klingt cool. Lauf mir nicht immer vor die Flinte. Halt
Problem ist nicht. Was für welche? Ein Arschloch mit Schild. Zwei Arschlöcher mit Schilden. Oh nein. Die Fiesen. Muss man jetzt die Waffe gewechselt? Wollte gar nicht. Aber doch, die ist gut. Okay. Adrenalin. Klingt gut, oder? Oh, damn. Warte mal. Disruptor. Aha. Das will ich mal probieren. Zurückgeworfen. Drecksack. Ah, ich habe keine Granaten mehr. Das ging ja schnell. Okay, Blendgranate. Könnten wir was mitmachen? Oh. Ja, mach mal. Cool. Begehr. Genau so, Keks. Weiter. Auf geht's. Wir sind fast bei den Kanälen. Hier durch. Mhm. Kurz checken. Ja. Bleiben wir mal dabei. Ja, die Rüstung ist krass, oder? In your face. Oh, das ist wieder so ein zum Ganove. Da ist das Boot. Wir schaffen das. Ja, sicher. Was? Aber Muni. Irgendwie stehe ich hier voll im Weg. Woods, auf dem Weg raus.
sehen uns beim Werk. Da. Gute Arbeit, Leute. Finden wir heraus, was in diesem Dossier steht. Aber ich dachte gerade, die Mittelweg geht in James Bond Richtung. So ähnlich. Wir haben alles aus dem Schließfach aus dem Casino-Archiv untersucht. Okay. Seth und Felix hatten recht. Die Lutazis haben Geld von Pantheon durch das Casino verschoben. Inklusive ordentlicher Provision. Wir haben den benötigten Durchbruch. Überweisungen an ein Labor im südlichen Irak. Empfänger Matvei Gusev. Wir informieren Adler, damit er sich vor Ort umsehen kann. Die Zeit drängt. Aber wenn wir es schaffen, Pantheons Experten für Biowaffen zu erwischen, können wir vielleicht alles auffliegen lassen.